Ja, guten Morgen. Ja, was soll ich sagen? Heute Nacht um 3 Uhr fing es an zu regnen. Zum Glück gibt es hier vor der Spülküche, ich bin noch nicht ganz wach, so eine Überdachung hier. Hier konnte ich in Ruhe frühstücken, trocken. Und hier habe ich auch gerade meine Taschen schon gepackt. Einzige, da hinten steht noch das Zelt, werde ich jetzt dann auch abbauen und dann Regenzeug an und los geht's. Ja, wer Werra-Talradweg liest, wird meinen, auch geht die ganze Zeit schön flach in der Ebene. Aber nee, weit gefehlt. Ja, zumindest hier auf dem ersten Stück. Heute geht es die ganze Zeit auf und ab. Und nicht immer so schwach wie hier, sondern da sind auch teilweise ganz schöne Buckel dabei. Einmal habe ich heute auch schon geschoben. Ja, das erste Stück bis Breitungen, das kenne ich ja schon. Oder zumindest die Orte, durch die ich bis dahin komme, die kenne ich schon. Weil ich ja vor, weiß nicht mehr, 2 oder 3 Jahren bin ich ja die ersten 120 Kilometer vom Werra-Burgensteig gewandert. Und teilweise führt der Weg auch parallel. Also ich bin hier auch schon einige Kilometer auf dem X5 gefahren. Morgen. Ja, allzu viel habe ich noch nicht gefilmt heute. Ist halt bei dem regnerischen Wetter. Aber jetzt ist gerade mal eine etwas trocknere Phase. Kann ich die Kamera mal rausholen. Ja, von diesen Unterständen hier gibt es hier einige. Die habe ich damals schon gesehen. Insgesamt soll der Weg hier auch ganz gut gepflegt sein. Bin mal gespannt. Oh Leute, irgendwie macht das heute keinen Spaß. Der Regen, okay, ist eine Sache, aber der Weg, der geht hier die ganze Zeit nur hoch und runter, hoch und runter. Jetzt gerade musste ich wieder schieben, so steil. Ein Schild fehlte auch. Jetzt bin ich 2 Stunden unterwegs. Ich mache erstmal eine Pause. Alter Schwede. Ich freue mich. Endlich mal ein richtiger Radweg und dann auch noch direkt an der Werra. Scheißgott auf den Regen. Ja, hier in Fachdorf, Hotel zur Werra. Da habe ich damals mein Ersatzquartier bekommen, wo das andere dann plötzlich ausgebucht war oder überbucht war. Da würde ich jetzt auch gerne wieder hinfahren. Wir haben ja auch eine eigene Brauerei und leckeres Bier, aber ist noch zu früh. Wir haben gerade mal 10 Uhr. Aber für mich steht jetzt schon so gut wie fest, dass ich mir nachher irgendwo ein Zimmer nehme. Weil so, wie ich den Wetterbericht gesehen habe, wird es heute nicht wirklich aufhören zu regnen. Und ich glaube, dann nehme ich mir heute ins Zimmer. Die Kamera drehe ich jetzt nicht um, weil sonst sofort die Linse nass ist. Aber da ist schon Tropfen drauf, sehe ich.
Ja, mittlerweile regnet es richtig. Ich stehe jetzt hier gerade unter Autobahnbrücke von der A, ich glaube 73 müsste es sein. Irgendwo da oben ist die Hütte, in der ich mir einen Tee gekocht habe, als ich auf dem Werra-Burgensteig unterwegs war. Aber jetzt ist es mal so richtig nass. Aber gut. Ungefähr die Hälfte habe ich jetzt rum. Aber lange kann ich hier nicht stehen, dann wird es mir kalt. Mittlerweile bin ich in Meiningen angekommen. Hier ist die Werra mittlerweile auch schon ordentlich breit. In der Stadt habe ich mir vorhin noch ein Gulasch gegönnt. Hintergrund seht ihr eventuell noch ein Stück vom Schloss. Und jetzt geht es erstmal weiter. Vielleicht habe ich ja Glück, weil in die Richtung, die ich fahre, in der Richtung wird es immer heller. Und vielleicht habe ich Glück und es hört auf zu regnen. Ja, jetzt habe ich Glück gehabt. Bin in Breitung am Gasthaus Linde vorbeigekommen oder zur Linde. Und gefragt, habt ihr noch ein Zimmer frei? Also, hast keine Lust mehr, ne? Sag ich, ja. Ja, ich hab noch ein Zimmer frei. Und dann sagt er, komm mit deinem Fahrrad hinten rum. Kannst dein Fahrrad im Saal abstellen. Ist natürlich super. Ja, machen wir eine kleine Rumtour. Wenn du reinkommst, ist direkt Badezimmer, also Dusche und Waschbecken. Die Toilette ist auf dem Flur. Und ein uralter Fernseher, aber piepegal. Hauptsache nicht im Regen der Zelte jetzt wieder aufbauen. Auf die Schnauze voll. Reicht für heute. Ja, guten Morgen. Bin unterwegs. Jetzt ein bisschen über eine Stunde. Nicht ganz anderthalb. Die ersten, weiß ich nicht, knapp über 20 Kilometer habe ich weg. Ja, ihr seht es immer noch in Gelb. Ja, und während der Fahrtfilm war bis hierhin nicht möglich, weil es zum einen richtig stark geregnet hat. Zum anderen war ich dann von Bad Langensalza aus eine sehr stark befahrene Straße. Und jetzt guckt euch das mal an. Also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt auf dem GPS. Das ist tatsächlich hier der Fernradweg. Puh. Naja. Also zwischenzeitlich habe ich echt auch schon ans Aufgeben gedacht. Weil laut Wetterbericht soll es den ganzen Tag heute weiter regnen. Also im Moment geht es gerade. Naja, mal schauen. Also das war auf jeden Fall gestern die richtige Entscheidung, mir ein Zimmer zu nehmen. Weil so richtig aufgehört hat es gestern nicht mehr. Und heute Morgen war dann wenigstens alles trocken. Ich denke mal, wenn ich bis heute Abend durchfahre, werde ich mir auch wieder ein Zimmer nehmen. Aber da muss ich mal gucken, denke ich mal kurz vorher, weil der Campingplatz, den ich mir ausgesucht habe, der liegt, meine ich, außerhalb einer Ortschaft. Morgen die Etappe, die ich geplant habe, die ist dann eh kürzer. Von daher wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt heute nicht die 100 Kilometer fahre, sondern nur 80 oder so. Muss ich mal schauen. Ja, bin jetzt hier mittlerweile im Wartburgkreis. Ich werde das Ganze jetzt hier im Stehen erzählen. Also, das heißt, ich komme heute Richtung Eisenach. Habe also auch den Thüringer Wald verlassen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn nicht, dann verzeiht es mir, fahre jetzt erstmal durch die vordere Rhön. Auch vielleicht bin ich da auch schon wieder raus. Werden wir sehen.
Naja, ich würde sagen, erstmal Richtung Eisenach. Und nein, ich werde nicht zur Wartburg hochfahren. Ganz bestimmt nicht. Ja, ich glaube, das sind mal Kalihalden, wenn ich mich nicht täusche. Bin da hinten auch an zwei Zechen vorbeigekommen. Und ja, kann auch was anderes sein. Ich vermute es jetzt mal. Ja, da ist auch eine Zeche. Ist gerade Seilfahrt. Schon lange kein Malakoff-Tour mehr gesehen, wo sich die Räder drehen. Ja, ich habe es unterwegs gar nicht gemerkt. Irgendwo muss ich auf dem Radweg die Landesgrenze überschritten haben oder überfahren haben, weil auf einmal ist auf den Radwegeschildern wieder der hessische Löwe zu sehen. Ich denke mal, dass es ein Löwe ist. Also werde ich wieder in Hessen sein. Ja, zwischendurch ist man dann wieder in Thüringen, dann doch wieder in Hessen. Also da vorne stand auch ein Schild, grünes Band. Also hier ist man dann die ganze Zeit an der Grenze unterwegs. Ihr seht, ich habe ausnahmsweise mal die Regenjacke aus. Hat jetzt eine Zeit lang nicht geregnet. Und naja, vielleicht werde ich jetzt mal ein bisschen trocken. Naja, da vorne kommt Verkehr. Ja, wenn ich mich richtig entsinne, ist es so, dass man eine Schleife Richtung Eisenach, Richtung Wartburg machen kann. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil an der Wartburg war ich schon mal. Ja, ich habe die Tour hier irgendwie, meine im Dezember oder so umgeplant schon. Oder November, Dezember, irgendwie sowas in der Zeit. Und ich mache immer so eine Art kleines Tourenplanungsheft, also ein, zwei, die da vier Seiten. Und die habe ich diesmal zu Hause vergessen. Habe auch kein Bikeline diesmal mit. Von daher muss ich mich tatsächlich an mein Navi halten. Aber das passt schon. Da habe ich keine großen Bedenken. Das Einzige ist dann halt, so wie jetzt, dass ich sage, ich würde ganz gerne die Tour ein Stück verkürzen. Oder am Ziel der heutigen Etappe ein Hotel nehmen. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, wo Ende ist heute. Ja, wir haben es jetzt 20 nach 12. Und seht ihr da hinten dieses kleine Dach neben dem rechten Holzpolter? Das wird mein Pausenplatz sein. Da gibt es erstmal wieder einen Riegel und ein Stück Wasser. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt habe ich mir gerade ein paar Kalorien in den Kopf geschraubt. Jetzt kann es weitergehen Richtung Kreuzburg mit C. So, jetzt fahren wir mal wieder über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ich glaube, jetzt wieder nach Thüringen rein. Waren jetzt, glaube ich, gerade kurz ein, zwei Kilometer in Hessen. Eisenach, jetzt komme ich hier durch Hörschel. Ich war jetzt die ganze Zeit am Überlegen, was war noch mein Hörschel. Ja, hier beginnt der Rennsteig. Irgendwo da unten an der Werra. Aber jetzt noch mal hoch in Thüringer Wald. Nö, im Moment nicht. Danke. Ja, so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Auf dem Werratalradweg. Also nicht Straße fahren, sondern hier auf so einem Radweg direkt an der Werra, auch wenn man sie hier gerade nicht sieht, weil sie zugewachsen ist.
Obwohl, so direkt ist es gar nicht, wenn ich es aufs Navi gucke, aber ist egal. Aber so in der Art. Ja, ich habe beschlossen, dass ich wohl doch auf den Campingplatz gehe. Es sei denn, es springt mir noch irgendwas ins Auge vorher. Weil so ist das Wetter ja eigentlich wieder ganz okay. Wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt, bis ich morgen wieder in Hannover-Schmünden bin. Und Samstag geht es dann wieder ab ins Zug zurück. Ja, und dann bin ich noch ein paar Tage wieder zu Hause. Einmal Ausrüstungspflege, Wäschewechsel. Und Donnerstag geht es dann auf den Ruhrtalradweg. Beziehungsweise, ja, ich werde Donnerstag anreisen. Und ja, die ersten 10 Kilometer oder so auf dem Radweg fahren bis zum Campingplatz und dann Freitag erst richtig starten. Da habe ich noch Samstag, Sonntag. Das sollte dann passen. Aber jetzt erstmal die Werra zu Ende bringen. Das Interessante ist auch, ich fahre immer mal wieder ein paar oder ein, zwei Kilometer parallel mit dem Werra-Burgensteig, meinem alten Bekannten, den ich ja deshalb nicht weitergegangen bin, weil die Wege einfach viel zu schlecht markiert waren. Allerdings, zumindest die Markierung hier im Tal, weiß ich nicht, ob die erneuert wurden. Auf jeden Fall, da wo er parallel mit dem Radweg verläuft, sieht die Markierung auf jeden Fall neu und gut gepflegt aus. Zelt steht, heute mal auf dem Reiterhof, mal was ganz Neues. Kein richtiger Campingplatz, ist hier wirklich eine Zeltwiese oder eine Campingwiese, die zu diesem Reiterhof gehört. Aber ist ja alles da, Dusche, Toilette, alles da. Mehr braucht man ja erstmal nicht. So, apropos Dusche, die genehmige ich mir jetzt. Ja, geduscht, Zeug getrocknet, gegessen habe ich auch, Zigeunerschnitzel. Huch, ist ja überhaupt noch politisch korrekt. Ja, dann kann man so langsam den Abend ausklingen lassen, werde gleich noch ein bisschen lesen. Bierchen habe ich mir jetzt keins mehr geholt, hatte beim Essen was. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Guten Morgen. Ja, heute bin ich verdammt früh unterwegs. 6 Uhr. Ja, ich habe seit 3 Uhr wach gelegen. Ich konnte jetzt nicht mehr liegen, ich musste aufstehen. Und ja, dann habe ich eben ziemlich fix alles zusammengepackt, mich auf die Socken gemacht. Ausnahmsweise mal nicht gefrühstückt, beziehungsweise nur einen Riegel. Muss ich sehen, dass ich unterwegs was kriege. Einmal durchs Dörfchen Falken. Und auch schon fast wieder hinaus. Ja, langsam rolle ich schon in Treffurt ein, mit 2 F. Da oben mit der Burg, wie auch immer sie heißt, wahrscheinlich Burg Treffurt, keine Ahnung. Ja, morgens um kurz nach 6 ist die Welt natürlich noch in Ordnung, ne?
Weil der Himmel, wenn er so bleibt, bewölkt, aber doch sonnig, dann kann ich zufrieden sein. Ja, gestern Abend hat es noch zwei, dreimal ein bisschen geregnet. Also habe das Zelt wieder nass eingepackt. Aber auch wenn es nicht geregnet hätte, ja, oder weiß ich nicht. Aber vom Kondens her wäre es heute Morgen wahrscheinlich auch nass gewesen. Von daher. Ja, noch eine Nacht. Dann kann es in Ruhe trocknen. Ich habe gerade an so einer Bank gefrühstückt. Bin jetzt gerade wieder unterwegs und mir fällt irgendwie auf, dass ich schon ewig die Vera nicht mehr gesehen habe. Geht hier die ganze Zeit über Felder, durchs Tal, aber kein Fluss in Sicht. Wie um mich gebührend zu verabschieden, hat sich das Wetter direkt verschlechtert. Himmel hat sich zugezogen, Wind ist aufgezogen. Ja, gucken wir mal, ob wir noch trocken das Zelt aufgebaut kriegen. Ich glaube, ich bin langsam schon im städtischen Gebiet von Hannmünden. Ja, dann gehen wir mal bergauf. Ja, geschafft. Zum zweiten Mal in einer Woche am Weserstein. 540 Kilometer habe ich gemacht. Da hinten ist der Weserstein, aber da ist zu viel los. Deswegen filme ich jetzt ein paar Meter weiter. Da vorne geht es zum Campingplatz. Jetzt baue ich erstmal mein Zelt auf. Dann gehe ich mal in die Stadt was essen.